Liebe Zuschauer, liebe Freunde von Klartext-Videos, Peter Böhringer aus dem Bundestag aus Berlin-Mitte. Wir beten heute für Europa. Für Europa sollte man beten. Nein, wir beten für EU-Europa. Eigentlich nicht wir, sondern die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg. Sie betet, Markus Dröge im Berliner Dom und auch bei einem Gegenbesuch in der St. Paul's Cathedral in London. Der Brexit wirkt auch in die Kirche hinein, wie in allen staatstragenden Institutionen. Die EU ist der Überstaat, er wird auch von der Kirche gestützt. Und ja, das ist wirklich eine Veranstaltung, Beten für EU-Europa. Das Ziel der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg im Berliner Dom und in London ist es, die auseinanderstrebenden Kräfte in EU-Europa zu erkennen, zu bekämpfen und wieder enger zusammenzustehen. Und dann, da hat man dann auch gleich die Sarah Mullally, Bischöfin der Church of England in London, noch mit akquiriert, die dann hier betet. Es hat noch nicht ganz funktioniert, der Brexit ist noch nicht abgewendet. Stand Anfang Mitte April 2019. Ich kann Ihnen noch nicht das endgültige Ende dieses unendlichen Prozesses und dieses unsäglichen Prozesses berichten. Aber Beten für Europa passt nicht nur im Berliner Dom. Auch andere beten für EU-Europa. Zum Beispiel Deutsche Bundestag in Form meines Unterausschusses im Haushaltsausschuss, Unterausschuss zu Fragen der Europäischen Union. Wir haben bekommen eine Vorlage zum Thema hin zu einer stärkeren internationalen Rolle des Euro. Ja, das ist wirklich nötig. Er dümpelt so vor sich hin. Es ist absehbar, dass er irgendwann auch an sein natürliches Ende kommen wird. Es gibt keinen Aufwuchs im weltweiten Gebrauch des Euro. Wir stehen seit Jahren, seit 20%. Und es droht schon, dass er nicht irgendwie stärker eine stärkere Rolle bekommt, sondern dass er eine schwächere Rolle bekommt. Und die EU-Kommission kämpft nun ja realitätsvergessen wie das DDR-Politbüro 1989 um eine stärkere Rolle des Euro. Das ist das Prinzip Hoffnung. Und dieses Papier ist eine reine Absichtserklärung. Man kann ja sagen, es ist nicht schlecht, wenn eine Währung eine stärkere Rolle hat. Das hat enorme Vorteile, wie die USA schon seit 100 Jahren wissen. Aber es ist schwierig, das beim Euro durchzusetzen, schwierig aus verschiedenen Gründen. Wenn man aber die offiziellen Gründe und die Maßnahmen der EU ansieht, der Kommission, die hier vorgeschlagen werden, naja, dann ist das nicht wirklich nah an der Realität. Hier steht, die internationale Verwendung des Euros ist noch nicht auf dem Stand von vor der Finanzkrise. Ach nee, warum wohl? Und es gibt weiteren Spielraum. Ja, in der Tat gäbe es, aber natürlich nicht mit diesem Euro. Man erwähnt hier den Umstand, dass der US-Dollar bei manchen Transaktionen weiterhin kostengünstiger als der Euro sei. Na, das ist wirklich kaum der Fall und es ist nicht wirklich der Hauptgrund für die geringe Verwendung des Euro international. Die Strukturen des Euro als noch immer sehr junger Währung, wohlgemerkt nach 20 Jahren, sei ausbaufähig. Okay, dann haben wir ein Maßnahmenbündel, das vorgeschlagen wird, um die Attraktivität des Euro weiter zu steigern. Darunter die Vollendung natürlich der Wirtschafts- und Währungsunion, der Bankenunion, der Kapitalmarktunion und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen negative Schocks. Genau das, was überhaupt nicht sein dürfte, wird als Stärke und als Maßnahme dargestellt. More of the same, genau das, was nicht funktioniert hat, was letzten Endes nur Symptom der Krise ist. Eine permanent zu rettende Währung, eigentlich seit mindestens 2010, fast 10 Jahre schon wird der Euro permanent gerettet. Und nun ist man noch stolz darauf und will noch mehr Rettung. Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion, der Bankenunion, der Kapitalmarktunion, was alles letzten Endes nur Chiffres sind für die permanente Rettung. Es ist absurd, das als Rettungsvehikel hinzustellen, anstatt endlich mal den Tatsachen ins Auge zu sehen. 0% Zins der EZB im Gegensatz zu immer noch einem positiven Zins, zum Beispiel der Fed. Das ist das, was den Euro unattraktiv macht, auch als Anlagewährung und durchaus auch als Verkehrswährung. Ja, aber davon steht hier kein Wort. Das Papier ist noch viel länger als diese 2 Seiten hier. Man schreibt weiter, auf Ebene des internationalen Finanzsektors solle die europäische Wirtschaftsdiplomatie weiterentwickelt werden. Das ist natürlich mal eine tolle Maßnahme. Das werden die Franzosen natürlich niemals zulassen, denn europäische Wirtschafts- und Finanzdiplomatie ist auf EU-europäischer Ebene immer französische Diplomatie. Das ist immer nationale Sache. Und ja, Macron wird das Gleiche predigen, was hier im Papier steht. Insofern ist natürlich EU-Europa doch wieder gleich Frankreich. Aber man muss hier nichts stärken. Die Franzosen sind überall. Es bringt aber nichts. Der Euro wird dadurch nicht gerettet und auch nicht mehr gebraucht. Man will ernsthaft eine breitere Verwendung des Euros in internationalen Energieabkommen fördern. Ja, Wahnsinn. Eine breitere Förderung.
Wie will man das machen? Als ob die marktwirtschaftlichen Akteure in Energiedeals, internationalen Energiedeals, jetzt nur auf den Euro gewartet hätten. Natürlich wäre es schön, wenn man zum Beispiel Öl auch mal in Euro fakturieren könnte, so wie die Amerikaner seit 40, eigentlich sogar schon seit 100 Jahren Öl in ihrem Dollar abbrechen können. Der Petrodollar ist ein riesiger Vorteil für die US-Industrie und nie im Leben wird der US-Staat sich dieses Privileg nehmen lassen, nicht ausgerechnet von seinem Satrapen namens Euro und Europa. Verfahrensstand, eigentlich nur der Verweis auf weitere Initiativen zur Stärkung der internationalen Rolle des Euro. Es fällt einem nichts ein. Falsche Ursachenforschung, absurde realitätsverweigernde Maßnahmen, das ist EU-Life, ganz typisch. Beten für Europa wäre vielleicht hilfreicher, wäre auch zielführender. Also beten wir für eine stärkere Rolle des Euro, aber ich fürchte, es wird ein vergebliches Gebet sein. Weiter im Text. Es gibt aus der gleichen Quelle EU-Kommission ein Dokument zur effizienteren und demokratischeren Beschlussfassung in der EU-Steuerpolitik, was sich so schön demokratisch anhört von den Demokraten und von den Volldemokraten in Europa, ja, ist nichts anderes als totalitär. In einem nicht vergemeinschafteten Bereich, der Steuerbereich ist in Europa nicht vergemeinschaftet, nach Lissabon-Vertrag von 2007 und bis heute nicht. Es gibt auch keine Mehrheiten dafür und trotzdem schlägt die EU-Kommission vor eine Steuerharmonisierung. Das ist Wahnsinn, das ist rechtsunstaatlich und man versucht das dann durch die Hintertür irgendwie zu begründen. Zunächst das Ziel, das geltende Einstimmigkeitsprinzip für steuerliche EU-Regelungen soll schrittweise durch die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit ersetzt werden. Also man spricht das zumindest offen aus, den Rechtsbruch, das ist das Ziel, entgegen der EU-Verfassung oder dem AEUV bzw. dem Lissabon-Vertrag. Und die Kommission schlägt vor, mit qualifizierter Mehrheit bei Maßnahmen abzustimmen, die keine direkten Auswirkungen auf die Besteuerungsrechte, Bemessungsgrundlagen und Steuersätze der Mitgliedstaaten haben. Ja, das klingt ja schön, nur dummerweise indirekt hat das alles, jede Richtlinie, die die EU rausgibt, hat indirekte Auswirkungen auf nationale Steuern. Ist doch klar, sonst bräuchte es ja keine Richtlinie. Es läuft immer auf sogenannte Harmonisierung, Vereinheitlichung, letzten Endes auf sozialistische Gleichmacherei hinaus. Das ist beim Steuerrecht eben nicht zulässig. Man will den Klimawandel bekämpfen oder die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und das auch über den Umweg eines harmonisierten Steuerrechts. Ja, das würde wahrscheinlich sogar funktionieren, wenn man eine Klimasteuer einführt und europaweit einführt. Ja, würde zwar dem Klima nichts helfen, aber es würde zu einer Steuervereinheitlichung führen. Man will einen Übergang bei Steuerbereichen, die bereits weitgehend harmonisiert sind, wohlgemerkt eher freiwillig, nicht etwa, weil es die EU vorschreiben dürfte, das ist im Bereich Mehrwertsteuer und Verbrauchssteuern so, da hat man sich freiwillig auf einheitliche Sätze mehr oder weniger geeinigt innerhalb der Nationalstaaten und des Staatenbunds EU, aber die EU kann es nicht vorschreiben. Und nur weil das zufällig weitgehend harmonisiert ist, heißt das nicht, dass man es nur verbindlich machen kann. Das ist wieder aus Soft Law, angeblichem Soft Law, freiwilligem Law, wird Hard Law über die kurz oder lang. Das ist das gleiche wie beim Migrationspakt, gleiche bei der Flüchtlingspolitik. Es ist immer diese allmähliche Freiheitsraub und Wahlfreiheitsraub der EU in kleinen Scheibchen. Und dann lügt die EU-Kommission in diesem Papier auch noch. Sie betont nämlich, dass sie mit ihrem Vorschlag weder eine Änderung der Zuständigkeiten der EU im Steuerreich noch einen Übergang zu einem System mit EU-weit harmonisierten Einkommen- und Körperschaftssteuersätzen beabsichtige. Das sagt sie hier. Es wird über kurz oder lang vergessen werden. Das können sie über kurz oder lang vergessen. Es wird eine Lüge sein. Aber ja, das kann man dann erst in 2, 3 oder vielleicht auch erst in 10 Jahren beweisen. Die totalitären Mühlen der EU mahlen langsam. Bei der EZB ist es nicht anders. Die permanente Rettung seit eigentlich 2010 und wenn man es ganz genau nimmt, seit 2008 mit dem Target 2 war das erste Euro-Rettungsvehikel und es ist bis heute das größte Einzelvehikel. Wir stehen fast wieder bei einem All-Time-High von 941 Milliarden. Ich habe im Bundestag, auch außerhalb des Bundestags, mehrfach inzwischen aktuell wieder dazu gesprochen, aus Anlass des Antrags der AfD, meines eigenen Antrags, Target-Forderungen unabhängig vom Fortbestand des Euro besichern. Es gibt dazu separate Videos, die wir hier verlinken. Meine Rede im Bundestag und diverse andere aktuelle Entwicklungen. In diesem Antrag wird im Prinzip nichts Neues gefordert. Insofern gingen auch die Vorwürfe der Altparteien gegen uns ins Leere, dass wir ja immer das Gleiche fordern. Es gibt neue Sachlagen, die erklären wir in der Rede und in dem, was Sie verlinkt sehen. Ganz wichtig ist, dass es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Auch Institutionen wie der Rechnungshof sich hinter unsere Ansicht der AfD stellen, die wir schon seit Jahren vertreten, wie riskant
der Euro ist, nein, Tage 2 ist, wie riskant die Tage 2 Positionen sind und dass man sie eben nicht als unbedeutende Verrechnungssalden abtun kann, wie das die Bundesbank und die EZB schon seit Jahren tun. Aber dazu heute nicht mehr. Schauen Sie an der Stelle bitte die anderen Videos an und Texte, die wir unter diesem Video verlinken.